Wahrscheinlich glaubst du, du kennst schon alle Geschichten. Über Kriege, Gesetzlose und den Tod. Schließlich kann man in dieser Galaxis keinen Stein umdrehen, ohne eine Blutlache zu finden. Aber diese Geschichte ist noch etwas blutiger. Sie dreht sich um eine Stadt, ein kaum erwähnenswertes Kaff auf einem Felsbrocken namens Gehenna. Die Einwohner sind gute Leute, überwiegend. Aber wo ein Gesetz ist, sind auch Leute, die es brechen, die Teufelsreiter. Das einzige Gesetz, an das sie sich hielten, drehte sich um Eisen und Blei. Aber Gehenna ist nicht einfach irgendein verschlafener Felsen. Als die Kompanie noch das Sagen hatte, war dies ein Testgelände. Die Kompanie entwickelte Waffen und unterwarf Bestien ihrem Willen. Es gab nichts, womit sie nicht experimentierte. Man kann sich ja denken, wohin das führte. Die Stadt wollte die Vergangenheit ruhen lassen, aber die Teufelsreiter gruben Geheimnisse der Kompanie aus, die nur in den Untergang führen konnten. Die Teufelsreiter führten Krieg. Die Stadt hielt stand, so gut sie konnte. Nach Jahrzehnten des Blutvergießens hatte sie genug. Der Sheriff stellte jedem ein Kopfgeld in Aussicht, der verrückt genug war, es mit den Teufelsreitern aufzunehmen. Daraufhin wurde alles, wirklich alles anders. Das war der Tag, als der Kammerjäger in die Stadt kam. Damit bist du gemeint. Das sah gerade irgendwie ein bisschen heiß aus. Der Wind auf Gehenna war so heiß wie verschossenes Pulver und roch genauso. Sobald die Stiefel des Kammerjägers den Boden berührten, Hauptmission. Das ist jetzt. Blutgeld. Blutgeldmission. Was? Ging er wegen des Kopfgelds zum Sheriff? Sheriff. Was sagt man dazu? Da pfiff doch tatsächlich jemand. Auf dem Kamm wartete eine Gestalt in Seide und Eisen gehüllt und suchte irgendetwas. Der Teufel zu ihren Füßen hoffte, dass es sich um Futter handelte. Hier drüben. Ignoriere meinen Teufel. Er beißt nicht. Es sei denn, ich befehle es ihm. Ruhig, Toge. Still. Uns droht keine Gefahr. Also du bist eben in einer Wolke aus Staub und Unheil herabgestürzt, ja? Bist du auf das Kopfgeld des Sheriffs aus oder was führt dich sonst nach Gehenna? So ist es. Das Kopfgeld hat mich hier gelockt. Na, hoffentlich weißt du, worauf du dich einlässt, Revolverheld. Die Teufelsreiter sind so zäh, dass sie Glas kauen und Sand ausspucken und gierig genug, einem Toten die Münzen von den Augen zu stehlen. Du musst zuerst in die Stadt. Ich will selbst gerade hin. Wenn du willst, kannst du mir folgen. Los, Toge! Ich habe diesen Teufel großgezogen. Sein Name ist Toge. Eine echt treue Seele. Ich finde, du, ich und er sind gar nicht so verschieden. Wir lassen die Schwachen fallen, damit die Starken leben können. Der Sheriff hat mit diesem Kopfgeld in ein Hornissennest gestochen. Ich finde, ein Gesetzeshüter sollte seine Kämpfe selbst austragen. Hörst du das? Die Teufel sind da vorne. Ich locke sie an. Na los, Revolverheld. Ich will sehen, wie du kämpfst. Oh, da ist ja auch einer. Thank you.
Ich höre dich, Bestie. Boah, gleich rein. Der Nervenkitzel der Jagd. Ich bin beeindruckt. Ein Revolverheld wie du könnte nützlich sein. Aber ich reite nur mit den Besten. Ob ich der Beste bin? Ich habe Tausende getötet und werde noch Tausende mehr töten, bevor ich Tod begegne. Tatsächlich? Tja, bis zur Stadt ist es noch ein bisschen weiter. Was hast du gefunden, Toge? Was haben wir denn da? Es wird wohl bald schlüpfen. Oh, das ist die Mühe nicht wert. Ich brauche einen mit etwas mehr Kampfgeist. Blut liegt in der Luft. Es ist Fressenszeit. Also heißt es wir oder sie. Das war eine gute Jagd. Alter. Zur Stadt geht es hier entlang. Auf Gehenna überleben nur die Stärksten. Viele Stadtbewohner können sich nicht selbst schützen. Frag dich lieber, ob das Geld dir dein Leben wert ist. Da sind Teufel voraus. Sie beschützen irgendwas. Vielleicht frische Beute. Oder ihre Eier. Revolverheld. Dahin, wo du hergekommen bist. Was hast du gefunden, Toge? Siehst du das, Revolverheld? Was hältst du von meinem Teufel? Er wirkt sehr gut ausgebildet. Ja, ein braver kleiner Teufel, stimmt's? Gut gemacht, Toge. Gut gemacht, Toge. Toge!
schnell erledigen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ach, verdammt, schade. Jetzt werde ich doch nicht, Toge. Ich will dich retten, verdammt. Toge, das Bein wird nie richtig heilen. So ist das Leben, Revolverheld. Du bist nützlich, bis du es nicht mehr bist. Sehen wir nach, was die Teufel beschützt haben. Ich wusste es. Ein perfektes Exemplar. Wenn du einen Teufel erwischst, bevor er schlüpft, kannst du ihn großziehen. Und mit Glück frisst er dich nicht auf, wenn er älter wird. Der Sheriff hat das Großziehen von Teufeln natürlich verboten. Aber er ist ja nicht hier. Es ist nicht mehr weit bis zur Stadt. Ich lebe nicht dort, weil sie meine Tiere nicht wollen. Ich hole mir nur ab und zu Vorräte. Einfach nur Vorräte, wer es glaubt. Jetzt sieh dir das an. Der alte Bastard hat das Stadttor verriegelt. Glücklicherweise habe ich hier einen Schlüssel. Na los, Revolverheld. Lass den Sheriff nicht warten. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich muss dieses Ei in Sicherheit bringen. Wir sehen uns später in der Stadt. Sie ging fort. Wirklich eine knallharte Frau. Keine Sorge, sie taucht bald wieder auf. Der Kammerjäger ging weiter. Das Kopfgeld lockte. Bestimmt fragst du dich, woher ich das alles weiß. Du wirst mir einfach glauben müssen. Manchmal scheint die Geschichte unglaublich, aber ich schwöre beim anonymen Grab meiner Mutter, dass es die Wahrheit ist. Na dran, jedenfalls. Die gibt die zur Stadt. Bleib stehen, Fendling! Nicht schießen, ihr Bastarde! Das ist kein Teufelsreiter. Hallo, Tomodachi. Ich bin Titus, der Hilfs-Sheriff. Komm mal rüber, lass uns reden. Lass dich mal ansehen. Stolzierst einfach in die Stadt, als hättest du nichts als Mumm in den Knochen. Lass mich raten, du bist wegen des Kopfgelds hier. Ja, manchmal jage ich für Ruhm und manchmal jage ich, um zu überleben. In diesem Fall jage ich für Bares. Na, hoffentlich hast du mehr drauf als die letzten Kopfgeldjäger. Der Sheriff hat gerade ihre Gräber geschaufelt. Ja, auf dem Friedhof wird's gerade ziemlich eng. Ich sag dem Sheriff Bescheid, dass wieder ein Kopfgeldjäger in der Stadt ist. Er trifft dich dann im Saloon. Aber hey, willkommen in der Stadt. Mach keinen Ärger, sonst kriegen wir zwei noch Ärger miteinander. Ah, Titus. Wenn er so schnell gezogen hätte, wie er redete, wären die Dinge vielleicht ganz anders gelaufen. Kugeln kauft man bei Marcus Munitions.
Na, howdy, howdy. Ein schickes Stück Technik war das. Nur schien der Kammerjäger es noch nicht benutzen zu können. In jeder unbescholtenen Stadt gibt es einen Saloon. Dort lässt man sich Ortskenntnisse einschenken und checkt erst einmal die Lage. So dachte es sich der Kammerjäger zumindest. Die Kundschaft da drin ist von Außenseitern nicht gerade angetan, aber es ist trotzdem kein übler Ort zum Abhängen. Vom Sheriff. Der Kammerjäger freundete sich mit den Einheimischen an. Diesen Fusel als Trink zu bezeichnen, ist Lohnverschämtheit. Dreh mir nicht solche Teufelspisse an, Melinda. Es stellte sich die Frage, wie man die Leute aufmerksam machen sollte. Uhuhu, lässt du dir das etwa gefallen? Reg dich ab, Cypher William. Du weißt doch, was beim letzten Mal passiert ist, als du so mit mir geredet hast. Ja, das wissen wir alle. Du hast mir Fusel eingeschenkt und gesagt, es wäre ein ganz edles Gesöff. Schütt nach. Trink du erst mal aus. Servier mir noch einen, verdammt. Jetzt gibt es wieder ein Blickduell. $5, dass Willi zuerst blinzelt. Ja, da halte ich dagegen. Bleib locker, du alter Schuft. Ich habe zur Abwechslung mal richtige Kundschaft. Tut mir leid. Du bist ja ein feiner Anblick. Neu hier, was? Was kann ich für dich tun? Guten Tag, ich bin Flag. Ich komme wegen des Kopfgelds, das ausgesetzt wurde. Wo finde ich den Sheriff? Ach so, der Sheriff ist... Hey, Cypher William, mach ja keinen Ärger. Verdammte Außenseiter! Ich schwöre beim Stein, dass ihr alle mehr Ärger macht, als ihr wert seid. Hey, du kannst hier nicht einfach reintanzen und unseren Lieblingssäufer umhauen, Arschloch. So. Cypher William war das einzige Arschloch hier. Außer dir vielleicht. Halt den Rand. Eine gute alte Kneipenschlägerei. Der Kammerjäger überlegte, ob er es auf die altmodische Art machen sollte, statt Kugeln zu verschwenden. Tod heißt dich willkommen. Leute, jetzt reißelt doch mal zusammen. Besonders du, Säufer William. Lass den Scheiß, oder muss ich es selbst zupacken? Und Melinda, hör auf mit dem Verdünnen. Verdünnte Drinks sind schlecht für die Moral. Hört mal her, Leute. Ich gebe eine Runde aus. Was dich betrifft, Neuling. Es ist verdammt großartig, dich zu sehen. So war die Sonne Nacht schlafen geht. Komm, ich will dir was zeigen. Okay, komm. Ich kämpfe gegen die Teufelsreiter, seit ich ein junger Bursche war. Als Gesetzeshüter wird man hier nicht alt, wenn man nicht umgehen kann. Was das Kopfgeld angeht, wir versuchen seit Jahren allein mit den Teufelsreitern klarzukommen. Aber wir kommen nicht voran. Ich gebe gern Münzen für Blut aus. Solange ich Blut dafür kriege. Tanz, du Bastard! Lass das! Ich hab dir doch nichts getan! Lern zu kämpfen, du inzüchtiger Fatzke! Der Sheriff hat die ganzen Raufbolde gerufen, weil Leute wie du zu fein und zu ängstlich sind! Verdammte Narren! Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Willst du dich vielleicht darum kümmern, Neuling? Ich wette, du triffst nicht mal den Hut vom alten Pete! Halt!
Halt dich zurück, Pete! Du willst doch nicht die Schlangen wecken! Was für ein Schuss! Verdammt! Ich sehe deine Huthaut, Pete! Und sie ist röter als ein Teufelspimmel! Guter Schuss! Gehen wir! Glotzt nicht so, ihr nichtsnutzigen Bastarde! Ihr seid nicht meine Freunde! Danke. Einen Moment lang. Okay, wir hatten unseren Spaß. Kommen wir zur Sache. Es ist ganz einfach. Du bringst die Teufelsreiter zur Strecke, ich zahl dir das Kopfgeld. Hallo, Sheriff. Howdy, Sheriff. Schnauze, seht ihr nicht, dass ich Gesellschaft habe? Tut mir leid, Sheriff. Ich hab's nicht böse gemeint, Sheriff. Gehenna. Ist zwar ein harter Ort, aber einigermaßen sicher. Die Teufel halten sich aus der Stadt fern. Manche sagen, es liegt an diesem Ding. Zieh deine Waffe, Teufelsreiter Abschaum! Teufelsreiter, schickt sie in den Untergang! Zeit, dass das Gesetz durchgreift! Hier wurde zur Kenntnis genommen. Kämpfen oder sterben? Eine andere Wahl gibt es nicht. Da kommen noch mehr von diesen Bastarden. Ich brauche Hilfe auf dem Platz. Ich brauche Hilfe auf dem Platz.
war, kenne ich. Ist lang her, Sheriff. Hallo, Rose. Du hast was, das mir gehört. Und das hole ich mir zurück. Schön, dich zu sehen, Sheriff. Finde Juno. Das Abzeichen gehört jetzt ihr. Und das war es dann mit dem Sheriff. Der Kammerjäger konnte nur sein Abzeichen nehmen und es ihr bringen. Juno. Rose, die Schlechterin, hatte ihre Spuren hinterlassen und es bestand kein Zweifel, dass die Teufelsreiter zurückkehren. Wer auch immer Juno war, hoffentlich konnte sie kämpfen. Sheriff, er ist tot, du meine Güte! Du, Stadtbewohner, wo ist Juno? Sie ist oben auf dem Kamm. Titus, du